Herzlich willkommen zum dritten Teil des perfekten Bandeners. Das hier sind unsere Kandidaten. Als erstes haben Melinda und David ihre Gäste zu einem italienischen Abend eingeladen. Guten Appetit! Prost, lass euch schmecken! Danke! Prost! Und haben dafür 28 Punkte bekommen. Am nächsten Tag waren alle bei Luna und Robin zu Gast und wurden auf eine Reise ins wunderbare Asien mitgenommen. Ja. Nein. Da musstest du alles wieder reinmachen? Alles wieder rein. Alles wieder rein. Wir haben super viel Zeit verloren. Mhm. Ja, aber trotzdem kamen wir das Essen. Ja. Für beide gab es 28 Punkte von der Jury. In der nächsten Folge sind Hanna und Tim dran und beide müssen jetzt schon ganz schön die Ärmel hochkrempeln. In dieser Folge sehen wir, wie Janis und Maya ihre Gäste einladen und bekochen werden. Zufrieden sein mit dem Feedback, also. Wir können uns natürlich auch ins Gesicht gelogen haben, das wissen wir jetzt ja nicht. Oh. Und was gehört zu einem perfekten Dinner dazu? Natürlich frische Zutaten. Also gehen wir erst einmal zum Markt. So, ihr zwei, seid ihr bereit für den Markt? Sí, claro. Na, Maya, bist du schon ein bisschen aufgeregt? Aufgeregt? Come on! Ja, nee, geht. Ich habe gesehen, vor 10 Minuten war dein Büchlein noch komplett leer. Sind mittlerweile Rezepte dazugekommen? Sí, claro! Oh! Aber nicht gucken! Oh! Ja. Okay. Das Menü steht seit 10 Minuten. Jetzt können wir einkaufen gehen. Hanna und Tim sind einen Tag nach Janis und Maya dran, deswegen kommen sie einfach mit zum Markt und kaufen auch gleich mit ein. Es kursiert das Gerücht, ihr würdet euch die Delight-Menüs anschauen und dann das Beste nachkochen. What? Was sagt ihr dazu? Was sagst du dazu? Oh, die Idee. Machen wir so. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, aber machen wir so. Nee, wir haben uns darauf verständigt, dass wir einfach das machen, was wir am besten können. Was das sein wird, erfahrt ihr nächste Woche. Und ihr beiden? Ihr kamt zu Warren, ihr lasst noch nicht mal Wasser anbrennen. Ja, das ich krieg das wahrscheinlich hin, aber ich verlasse mich da voll und ganz auf Maya. Die hat das im Griff. Alles wie immer. Aha, schaust du nochmal in die Einkaufsliste oder was? Die hast du analog. Die habe ich analog. Ich bin da ganz oldschool. Ich habe mein Büchlein und meinen Stift dabei und hake gleich ab. Okay, und wo geht's zuerst hin? Gemüse. An den Gemüsestand. Kräuter. See. Vielleicht noch ein Abstecher beim Bäcker, aber nicht fürs Menü, sondern für uns persönlich. Bei dem deutschen Bäcker. Wird es denn ein veganes Menü? Sí, claro. Muss ja. Wir könnten ein Problem kriegen für morgen. Oh oh. Es ist nämlich ziemlich starker Wind angesagt. Das könnte Punkt abzugeben. Da müssen wir noch einen Plan B haben. Entweder bei Anton oder bei euch in Van, wo wir Platz haben. Hm? Bei euch in Van. Den nur der Kameramann. Genau. Weil ich glaube, bei uns wird es zu eng. Also, es gibt einfach keinen Sitzplatz sonst. Alle ins Bett. ja, aber das gucken wir dann morgen. Okay, Frau Hoppin, nun aber flutsch, das Gemüse wird warm. Das Gemüse wird warm. Ich dachte, ich will das von alleine warm. Sind dir frische Lebensmittel eigentlich wichtig? Ja, ist mir sehr wichtig, dass ich hier lokale frische Kräuter kaufe. Das schmeckt man im Gericht einfach. Und Maya vor der Kamera ist einfach ein anderer Mensch. Er ist einfach auf einmal holt sie Sprüche raus, das habe ich noch nie von ihr gehört. So, Koriander? Hallo? Viel wenig. Mucho. Na, habt ihr alles gefunden, was ihr wolltet? Ah, dann musst du hier den Experten fragen. Ja, also alles, was wir hier auf dem Markt kriegen wollten, haben wir auch bekommen. Ja, haben wir? Ja. Ja, es gab so ein paar Gewürze, aber das war, haben wir eigentlich erwartet, dass es die vielleicht nicht gibt. Die bekommen wir aber im normalen Supermarkt. Fahren wir morgen hin.
und dann kriegen wir den Rest zusammen. Wo ich mich sehr doll drüber gefreut habe, über den lokalen, also nicht lokal, weil hier ist es schwierig, aber über den spanischen Honig. Da freue ich mich. Für welche Speise braucht ihr den Honig? Für die Nachspeise, aber vielleicht auch ein bisschen für die Vorspeise, muss ich mal gucken. Es wird also auch vegetarische Optionen geben. Hoffen wir mal, sie haben auf dem Markt alles gefunden, was sie brauchen, und dann kann das Kochen jetzt losgehen. Das ist ja ein richtiges Schwudelwetter. Oh, was ist das? Macht ihr das Menü digital? Ja, wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wir wollen einfach nicht so viele Blätter verschwenden und die Bäume damit schützen. Deswegen, das meine ich halt auch schon ernst, aber... Aber das Menü gibt es in Papierform. Nee, gibt es digital. Deswegen, wir sparen Papier. Deswegen saß du am Laptop und wir dachten, du machst gar nichts mit Maya Schiene. Wow. Wow. Es wird ein griechischer Name. Jawohl, richtig cool. Die Rospi. Geil. Geil, Tatsiki. Ja. Ja, was es genau gibt, erfahrt ihr jetzt. Wir lesen das gleich nochmal Ruhe. Also, ich habe gerade die Karte bekommen von Janis, heute in digitaler Form. Und ihr dürft euch freuen auf einen griechischen Abend. Yes! Yamas! Wow. Yamas! Wir sind dankbar, dass wir diesen Winter mit euch hier auf Fuerteventura verbringen und nicht im kalten Griechenland. Da waren wir ja letztes Jahr und das war zum Teil 8 Grad. Ja, ziemlich kalt. Wir waren abgeraten. Auf die griechische Küche möchten wir allerdings nicht verzichten. Ja, und freuen uns sehr, heute trotzdem einen kulinarischen Ausflug nach Griechenland zu machen mit euch und genießen zu dürfen. Greeten, wie sagt man das? Sunrise. Greeten Sunrise? Ja, ich glaube ja. Der selbst kreierte Aperitif bestrich durch seine erfrischende Süße. Als Appetizer servieren wir gefüllte Oliven mit veganem Schafskäse. Geil! Wow! Also das mag ich schon mal sehr gerne, da treffen sie, das ist so cool. Treffen sie unseren Geschmack, ne? Oh. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag ja eigentlich keine Oliven, mag aber Schafskäse sehr gerne. Die Kombo zusammen kenne ich noch nicht, kann gut sein. Ich bin auch sehr gespannt, weil Schafskäse selber machen ist natürlich eine Herausforderung. Ja, machen die den dann selber? Das ist so. Ich glaube, es ist schwierig, den hier auf der Insel zu bekommen. Das stimmt. Ansonsten Nina hatte den. Punkt ab, so. Ist Punkt ab so bei dir? Also, ja, ich bin also jetzt sind wir schon mal bei 9 Punkten. Lies mal weiter. Nee, also ich wäre schon dafür, dass die es selber machen. Das finde ich schon wichtig bei so einem griechischen Abend. Aber andererseits sind sie ja auch nicht selber vegan. Und dann ist ja auch der... dass sie es überhaupt deswegen finde ich das sehr... weil tierisch würdest du den ja selber kaufen. Aber ich muss nochmal zusätzlich sagen, das ist ja auch das Motto der ganzen Reihe. Vegane Vanlife-Küche. Okay, aber es wird halt vielleicht mit einem Punkt abgezogen. Genau. Nein, ich finde das... Kommen wir zur Vorspeise. Vorspeise. Griechische... Deswegen gehe ich nicht nach Griechenland. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kritaraki. Kritaraki-Salat mit frischen Kräutern, garniert durch Cashew-Tzatziki. Oh. Tzatziki. Oh, die machen den selber. Daher kommt der Tzatziki. Ich habe ihn eben schon ein bisschen linsen können. Hauptspeise. Gyros Pita. In Van gemachten Brot mit veganem Gyros und Krautsalat à la Hoppe Hoppe Weiter. Oh. Dazu wird Rotwein und eine selbstgemachte Limonade mit leichter Süße aus getrocknetem Stevia-Blatt gereicht. Also Hauptspeise weiß ich, weil wir es letzte Woche schon gegessen haben. Gyros. Die war sehr lecker. 10 Punkte. Das trifft halt den Geschmack des Tages. Ich hab so Bock drauf. Weil draußen so schmuddelig und sowas schön Deftiges, das wäre richtig geil. Mm. Und die Nachspeise ist eine süße Verführung. Revani, griechischer Art, mit wahlweise Sahne oder veganem Joghurt. Oh. Mm. Nimmst du den veganen Joghurt? Ja. Dann nehme ich den Sahnejoghurt. Dann können wir mal so gegenseitig probieren. Mm. Könnte es für mich das perfekte Dinner werden, wenn sie das so auf den Tisch kriegen, wie sich das hier anhört. Ja. Das ist. Ich bin auch in der Hinsicht genau sehr gespannt, wer denn wirklich die Hand übernimmt, also das Steuer, den Zepter, den Kochlöffel, weil Janis ist ja mehr so der ruhigere. Und lehnt sich auch gerne mal nach hinten. Und kann auch, glaube ich, gar nicht so gut kochen, hat er mal erzählt. Deswegen. Oh, Punktabzug. Nee, kein Punktabzug. Muss doch schon beide kochen können. Oh, stimmt.
Ja, dann kriegst du ja morgen einen Punkt dazu. Ja, dann kriegst du ja auch einen Punkt. Also ich bin sehr gespannt. Die haben das auch sehr schön digital designt. Ja, das stimmt. Das darf ich auch nochmal gucken. Gefällt mir sehr. Sieht sehr gut aus. Sehr süß. Ja. Mit der Akropolis, die Janis da heute noch angezeichnet hat. Ja, süß. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das wird lecker. Und jetzt kriege ich mein Tattoo, mein erstes Tattoo von der weltbesten Tätowiererin Luna Blankenstein. Ja, da bin ich mal gespannt. Richtig coole Idee. Vielleicht gibt's ja noch. Ich bin so happy, dass wir dieses Projekt angefangen haben. Das ist so cool. Man gibt sich so viel Mühe und so viele Ideen. Ja, keine Ahnung, richtig cool. Richtig schön, ja. Hoffentlich gibt es auch noch ein bisschen griechische Musik und danach getanzt, oder? Ja, unbedingt. Vielleicht tanzen wir danach noch eine Runde, wenn es aufgehört hat zu regnen mit Abend. Das wäre richtig geil. Es geht also nach Griechenland. Hier das Menü für alle, die es sich abfotografieren möchten. Für den Kameramann auch eine kleine Kostprobe, bitte. Oh. Kriegen wir von dir 10 Punkte? Ja. Ja. Na, erst nachher war schon. Ne? Erst nachher war schon. So, dann kann der Nachtisch auch an. Wir haben noch ein bisschen was über, deswegen machen wir noch einen zweiten. Noch mehr? Maya. Maya. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Oh, ja, also, wir sind gut in der Zeit. Wenn ich wüsste, welche Zeit wir so haben. War doch 4:05. 4:05, ja. Wann fangen wir an? 5:30 so, ne? Ja, wir müssen mal. Immer fragen, wie weit Tim da mit seinem... Ach so, ja genau. Wir machen ein bisschen abhängig vom Tattoo-Studio. Und sind aber gut in der Zeit. Soweit ist alles vorbereitet. Ja, dann müssen wir nur noch pro Gericht in die finale Phase. Ja, eure Küche sieht ja im Vergleich zu den anderen sehr sauber aus. Ich hatte gedacht, wir könnten hier noch ein bisschen Chaos führen. Das ist hier gut verteilt. Auf dem Bett ist ja auch noch ein. Ja, sonst wäre der Platz ein bisschen ausgegangen. Aber... Das ist mir immer wichtig, zwischendurch ein kleines bisschen Ordnung schaffen, weil sonst komme ich in meinem eigenen Chaos nicht mehr zurück. Zwischenzeitlich haben wir haben eigentlich schon zweimal abgespült zwischendurch, ne? Ja. Ja, deswegen. Aber ich bin sehr zufrieden. Und wer hatte denn die Idee zu dem Menü? alles auf Janis Mist gewachsen, alles. ja, also das meiste kam auf jeden Fall von Maya. Und woher kam die Idee zu dem Menü? Naja, wenn wir ehrlich sind, haben wir vor so einer Woche, zwei Wochen, irgendwann schon mal unser Hauptgericht gemacht. Noch nicht ganz so perfektioniert wie gerade. Aber wir haben gemerkt, das kommt ganz gut an in der Runde. Und da haben wir gedacht, ach komm, das perfektionieren wir doch jetzt einfach noch mal ein bisschen. Und bauen da noch eine Vorspeise und eine Nachspeise drumherum. Und zack, haben wir einen griechischen Abend. Ja, und ihr habt ja thematisch auch alle... irgendwie ein Konzept gehabt, ne? Also italienischer Abend bei euch, asiatischer Abend bei Robin und Luna und dann haben wir uns da mal eingereiht mit einem griechischen Abend. Eine Stunde später. Fiete auf Griechisch. Vitos. Und ihr beiden? Wie läuft's bei euch? Ja. Vorspeise ist schon fertig, ja? Muss ja auch noch gefüttert werden. Bekommt euer Hund heute auch etwas Griechisches zu essen? Klar. Ja. Und was machst du denn noch Schönes? Ja, man muss diesen Kuchen noch mal in so Zucker tränken. Also, ihr könnt euch schon mal auf Zucker einstellen heute Abend. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade schon eher karamellisiert ist und gar nicht mehr als Sirup da einzieht. War nicht der Plan, aber man muss es einfach nur so verkaufen, als wäre es der Plan gewesen. Boah, sind Zartsauer, ich habe welche. Okay, das soll ja eigentlich Sirup sein, habe ich wohl ein bisschen zu lange köcheln lassen. Ortswechsel. Einer der beiden Gastgeber ist angekommen. Einer von zwei. Aber die Gäste fehlen. Ein Gast ist ja schon mal da. Bin schon da, hallo. Hallo Robin. So ist das halt. Ne? Im echten Prominenten-Dinner kenne ich das auch nur so, dass ein Gast nach dem anderen kommt. Manchmal schließen sich auch kleine Gruppen, aber ich habe es fast nie erlebt. Vor allem prominenten einmal. Status, ne? Also die richtigen Prominenten kommen eigentlich zum Schluss, Robin. Ich glaube, die anderen sind ja mit dem Taxi unterwegs und stehen noch im Stau. Ja. Brauchen noch ein bisschen. Ja. Ich bin halt Nachbar, deswegen ist das was anderes. Du hast ihnen aber schon noch gesagt, wohin sie müssen, ja?
Ritterstock. Genau, durch den Hintereingang rein, damit die ganzen Schaulustigen das nicht mehr bekommen. Mhm. Ja, eigentlich soll ich Bescheid wissen. Vielleicht rufst du die gleich nochmal an. Machst mal, wo die stecken. Ruf die doch mal kurz an. Hola. Hallo. Hola. Wie ist der Stand? Ist Tim bei Bewusstsein? Das macht seinen Kreislauf. Nee. Yes. Okay, super. Ja, dann, wir warten, ne? Um 19 Uhr geht's dann wahrscheinlich los. 18 Uhr, dachte ich. Ja. Schon ein bisschen später. Bis gleich. Bis gleich. Gleich. Sind noch im Taxi. Genau. Das kann auch dauern. Bisschen Stau. Hallo? Hallo! Hallo! Reinspaziert! Mucho frio! Frio, frio, hier drinnen schön! Richtig oh, schön! Schön. Vorhin wurde fleißig diskutiert, ob der Schafskäse selber gemacht wird oder nicht. Und es ist selbst gemacht. Ja. Das erkenne ich an dem Tofu. Mhm. Frische Kräuter. Ich weiß es, weil ich habe es mir gestern schon gedacht, weil sich Maya und Janis bei mir Olivenöl und Hipfel ausgeliehen haben. Also wusste ich genau, was passiert. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ne? Hey, hola! Hola! So, wir haben noch zwei Drinks. Oh, wir sind. Sind wir Stochheimer? Boah, du riechst so nach Gyros, richtig. Du riechst richtig griechisch. Ja. So, sind das eure Gläser? Ja. Dann ist das für dich. Okay. So, wenn das für dich, das sind, die sind alkoholfrei. Oh. Der Rest kommt mir vor? Ja. Die Knollen. Du hast gerade noch gefehlt. Hast du noch einen Parkplatz gefunden? Nicht so einfach. Aber wir können doch sonst auch einfach so jetzt gerade sitzen bleiben. Gleich können wir ja, schon mal. Aber jetzt für jetzt können wir doch so sitzen. Ja, bleiben wir einfach Licht anmachen, oder? Ja, voll. Boah, sieht schon richtig edel aus. So mit Rosmarin und alles. Wow. Ja, ihr Lieben, willkommen zu unserem griechischen Abend. Danke. Ja, lass uns kommen. Ja. Genau. Cheers. Ja. Da ist Grapefruit drin, ne? Orange, Limette und Aperol. Mmh. Ah. Aperol Spritz. Wusste ich. Irgendwas kann ich die Farbe nehmen. Ist der Sesamöl drin? Mm-mm. Olivenöl. Also. Ja, so, dann erzählt uns mal was zu dem. Das ist der Hammer. Schafskäse vegan. Wie habt ihr den gemacht? Nee, ich eingelegt? Muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich das ein bisschen von deiner Frau gelernt habe. Den Feta bzw. Tofu. So lange schön in Öl einzulegen und dann zieht er so richtig durch mit den Gewürzen und schmeckt fast wie Käse. Muss ich mal machen. Ja, schmeckt echt gut. Schmeckt richtig lecker. Das freut mich. Bis jetzt 10 Punkte. Guck mal, ich komm da gar nicht ran. Ich glaube, unser Bonus ist auch, dass andere Leute besonders hungrig sind. Ja, okay, die Pause ist jetzt ein bisschen lang. Wir haben 2 Runden Double gespielt, geht noch. Geht ja, jetzt fängt die dritte an. Für Unterhaltung während der Pause haben sie gesorgt. Ja. Wir haben Double bekommen. Cabo ist verschollen. Mhm. Jetzt hätte ich lieber gespielt. Wie habe ich denn die Vorspeise verpasst? Kurz eingenickt. Ja, du, ist schon, der Abend ist vorbei. Das ist gemein. Alles in Time. Das hat alles gut, nur Spaß. Spaß. Ja, also dafür, dass die ja auch jetzt, wir haben erst um 19 Uhr angefangen, ja, haben die auch eine Stunde mehr. Ja, lag nicht an mir. Die haben eine Stunde mehr gehabt, also das finde ich schon nicht tragisch. Tragisch. Ist ein Salat. Ist ein Salat, den habe ich einmal vorbereitet, muss ihn noch. Oh. Hat er recht. Balkan, ja. Und ich glaube, er hat es auch. Ein Warnhinweis. Die Oliven haben Kerne. Was ist das? Das ist Reis. Ah, da bin ich allergisch. Nee, da hast du ganz nämlich Nudeln. Ah. Wir haben gedacht, wir können dich vielleicht austricksen. Wir machen einfach Nudeln, die aussehen wie Reis. Oh, nein! Du hast gerade an der Tür gelauscht und diese weggeschmissen. Nein. Ich habe gesagt, ich würde euch die Punkte für die Vorspeise abziehen. Die Anzahl der Oliven. Hier, wenn es Ich hätte das nicht gewusst. Ganz sehr aufmerksam. Hammer. Oh mein Gott. Ja,
Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil hier ist ja schon einer drin. Das kann nicht sein. Ich habe schon so oft gesagt. Krass. Aber mir ist es auch gar nicht aufgefallen, dass du gerade keine Oliven gegessen hast. So, und ich habe auch noch. Guck, ich passe perfekt runter. Oh, geil. Hammer, Leute. Also an diesem Essen in den Van-Service könnte ich mich bewegen. Das ist richtig. Ja. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal das perfekte Van-Dinner Teil 2 machen, oder? Ja, aber immer wenn man sich wieder sieht. Lass euch schmecken. Boah, das riecht so geil. Hammer. Knoblauchreis, Knoblauchreis. Aber habt ihr jetzt veganen Tzatziki gemacht? Ich probier mal, recht. Der fehlt halt auch echt. Boah, geil. Habt ihr selbst gemacht, die Tzatziki? Mhm. Du stehst gerade. Willst du das einmal zumachen, das Fenster? Ich stehe gerade. Ja, ich komme nämlich raus. Mir zieht es jetzt gerade nicht. Mir auch nicht. Okay. Ich würde einfach nur essen. Boah. Geil. Kommst du nichts jetzt? Also, ganz kurz zu eurer Erklärung. Wir haben uns schlau gemacht. Nach griechischer Art öffnet man Pita eigentlich gar nicht. Das ist scheinbar voll das deutsche Ding. Und deswegen haben wir das natürlich nach griechischer Art geschlossen gelassen. Ach, darunter ist da darunter ist auch noch das Pita. Ich wollte gerade schon fragen, wo die Pita ist. Ja, sie ist da unter dem Berg. Ah. So wie beim Döner. Das Messer. Da war auch der Deutsche wieder und hat es ins Brot getan. Wünscht doch jemand einen Wein? Mhm. Boah, kaut doch noch. Hammer gut. Mein Gott. First time safe. Boah, die ist Gyros. Nie wieder kaut, wenn man die Säure macht. Die ist wieder so geil. Heiliger Zeus. Und mit dir? Sagen. Ja. Ich trinke Uso. Was machst du so? Apropos Uso. Boah. Ich wollte so gerne Uso besorgen, aber es gab einfach nirgendwo hier auf der Insel Uso. Also es gibt einen Punktabzug für die Insel. Mhm. Super. Kombi mit so einem Fallsalat und Wein. Wein ist auf. Ich weiß jetzt noch nicht, wohin damit, weil keine Gläser voll. Rein in Rachen. Ja, da vergeht ganz schön viel Zeit zwischen den Gängen. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass der Weg von ihrer Küche in den dritten Stock auch ganz schön weit ist. Ja, der Kollege schläft schon wieder. Guck dir das mal an. Ein Cashew, einmal in Mandel, du kannst alles bestimmen. So, das. Wow. Ali hat damit vegan bestellt, ne? David, du mit griechischem Joghurt. Yes. Guten Abend. Vielen Dank, das sieht richtig lecker aus. Wow. Mm, lecker. Was habt ihr da Pistazien oben drauf gemacht? Was willst du machen nochmal? Ich hab das einfach so gesagt. Weil ich will es noch mal wissen. Langsam aber sicher kommen wir an diesem Abend auf dem Ende entgegen. Was jetzt noch fehlt, ist die Bewertung. Hi. Na ihr beiden, wie war das für euch? Anstrengend. Ich glaube, ich war nicht einmal draußen heute. Also doch zum Einkaufen heute Morgen noch, aber ansonsten. Ich hatte ein paar Botengänge, um irgendwas zu besorgen, aber ansonsten. Janis, zack, zack, hol mal das und das. Ansonsten war ich den ganzen Tag im Van. Ich glaube ab. Ja, morgens. Ja, nee, der Einkauf noch morgens und dann ab mittags. Ja. Und was glaubt ihr, wie kam das denn noch an? Also, ich glaube, das Feedback war ja erstmal ganz gut. So der erste Eindruck. Ja. Können zufrieden sein mit dem Feedback, also können uns natürlich auch ins Gesicht gelogen haben, das wissen wir jetzt ja nicht. Oh. Nicht wär's, ja. Ja, doch, ich glaube, waren alle ganz zufrieden und satt vor allem auch hinterher. Die Portionen waren... Die waren gut. Die waren gut, ne? Reichlich. Würdet ihr noch einmal mitmachen beim perfekten Dinner? Kommt drauf an, wen du fragst. Nein. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, ich meine, es muss ein bisschen Zeit vergehen. Ich verstehe, die Wunden müssen erstmal heilen. Der Stress muss ein bisschen. Man muss schon sagen, das ist ja, es macht so viel Spaß, als Gast dabei zu sein. Ja, voll. Und auch als Gastgeber, wenn dann der Abend losgeht oder es wirklich man einfach zum Essen kommt. Aber diese Vorbereitung, die darf man nicht unterschätzen. Auf dem engen Raum schon anspruchsvoll, auf jeden Fall. Und man hat ja auch schon, dadurch, dass es ja so ein bisschen Wettbewerbscharakter hatte, schon vorher angefangen zu grübeln und immer, wenn man woanders zu Gast war, darüber nachgedacht, okay, wie können wir das jetzt machen? Was können wir denn jetzt machen? Ja, weil wir waren ja jetzt als Dritte dran. Das heißt, wir haben ja schon zwei Dinner mitgemacht.
Und wo wir dachten, die wären unschlagbar. Also. Das hat natürlich schon den Druck ordentlich erhöht. Ja. Aber. Ja, dann geht mal in euren verdienten Feierabend. Ciao. Ach, vielen Dank. Okay. Wir kippen gleich ins Bett. Wir fallen gleich todmüde ins Bett. So, die Gäste sind jetzt gegangen. Wir sind zurück vom dritten perfekten Dinner. Van-Dinner. Hm. Jo, läuft. Könnte ein bisschen dunkel sein. Ist ja wohl schon spät. Ist ja auch schon spät. Ich habe aber noch mein Getränk hier. Das trinke ich noch aus und dann geht's ins Bett. Griechischer Wein. Es war ein sehr schöner griechischer Abend. Ja. Mit griechischem Essen haben sie jetzt natürlich gecatcht. Ja. Flashbacks an letztes Jahr. Auch mit dem Wetter heute? Ja, es war so richtig 14 Grad. Griechisches Winterwetter. Einmal genau um ein Jahr zurückgespult gefühlt. Es war ein richtig, richtig schöner Abend. Es war Jammers. Toll wieder, unser griechischer Abend. Es war richtig geil. Wir haben schon so lange nicht mehr griechisch gegessen, weil das es stimmt, halt sehr schwierig ist, beim Griechen halt vegan zu essen. Ja. Und Janis und Maja haben das richtig gut umgesetzt und so lecker. Also man kann auf jeden Fall auch griechisch vegan gut essen. Mir hat das alles sehr, sehr gut geschmeckt. Und dir? Mhm, sehr lecker. Hauptgang sogar noch von den anderen alles weiter aufgegessen. Ja, stimmt. Ich war nämlich schon richtig voll nach der Hauptspeise. Es hat sehr gut gesättigt. Wir haben uns auch beide noch nicht abgesprochen jetzt hier vor. Nee, das ist jetzt das erste Mal. Deswegen... Wir müssen mal gucken, was jetzt passiert, ne? Ja. Also, ich habe nichts. Ich habe auch nichts auszusetzen. Das Einzige, was halt wirklich nicht gepasst hat, das war das Wetter. Aber da können die beiden ja nichts für. Genau. Ansonsten Vorspeise top, Nachspeise top. Es gab leckere Limonaden, die waren voll gut. Mhm. Hauptspeise top. Nachspeise war der beste der ganzen Woche, fand ich. Die beste Nachspeise der Woche. Beste Nachspeise der Woche. Also wenn man das auf den Punkt bringt, hatten wir die beste Vorspeise bei Luna und Robin. Ja. Beste Hauptspeise bei Melly und David. Mhm. Und beste Nachspeise jetzt bei Maya und Janis. Alle drei Dinner waren. Dann könnten wir den besten Appetit machen. Wir könnten den besten Appetit machen. Gucken wir mal, was wir am besten können. Wir können alle so gut kochen und morgen sind wir dran. Übermorgen, ja. Das wird schön. Dann sind wir uns einig. Sie. Liebe Menschen kriegen 10 Punkte. Ja, also Vorspeise toll, Hauptgang geil, mega lecker, Nachspeise bin ich sowieso riesen Fan von. Alles in allem tipptopp und deswegen können wir euch gar keinen Punkt Abzug geben. Wir sind uns da einer Meinung. Wir geben euch 10 Punkte. Ich dachte, du nimmst die Hand, das würde dann besser passen. Das sieht dann aus wie so. 10 Punkte von uns beiden. richtig geiles, perfektes Dinner würde ich jederzeit wieder buchen wollen. Und ja, vielleicht, ich hoffe sogar, dass wir das irgendwann noch einmal machen, weil mir gefällt das Format echt sehr gut. Ja, richtig cool. So. Dann sehen wir uns bei Hannah und Tim wieder. Ja, also wir haben nichts auszusetzen. Das griechische Essen hat uns natürlich gecatcht, weil wir so eine große Verbindung zu Griechenland haben. Alle beide waren super aufmerksam. Das war das perfekte Dinner. Perfekte Dinner. 10 Punkte. 10 Punkte. Habt ihr super gemacht, ihr beiden. Aber ich hätte auch allen Essen eine 10 gegeben. Ja. Jetzt haben wir den Vergleich. Allen Essen, ne? Ja. Die ersten hatten es natürlich am schwierigsten bei der Punktevergabe. Da wusste man noch nicht so, was kommt noch. Aber hier hatten wir wirklich nichts auszusetzen. 10 Punkte habt ihr wirklich lecker gemacht. Ja, jetzt sind wir gespannt, wie wir das noch toppen können. Also, wir sehen uns dann übermorgen. Ja, macht's gut. Wir müssen jetzt nochmal einen Masterplan. Ja, wir machen jetzt einen Masterplan. Wir gehen morgen einkaufen und dann. Dann haben wir uns richtig vom Hocker. Ja. So viel ist verraten. Eventuell, ich meine, das Wetter bleibt ja so. Ja, dann machen wir eventuell es hier. Eventuell machen wir hier sogar Live-Cooking. So viel soll ich verraten. David guckt es ja nicht. Es wird dreierlei aus dem Sandwich-Maker. Seid gespannt. Ich glaube, die Wurst also nicht, oder?
Aber Sandwich ist das Thema? Sandwich ist... Okay, also wir... Wir machen einen amerikanischen Abend, glaube ich. Nee. Doch nicht. Ja, wir setzen wir machen uns dreierlei heute Abend Sandwich Maker. An das Menü. Aber hat auf jeden Fall was mit Sandwiches zu tun. Ja, viel mit Sandwich zu tun. Wir bleiben... Wie sagt man so? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können. Sandwich 1.0 bis 8.0. Genau. Außer, was machen wir noch? Sandwich-Kuchen, den lassen wir weg. Also, gute Nacht! Somit haben Janis und Maya bei ihrem perfekten Dinner 30 Punkte erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir dieses Video gefallen hat, gefallen dir vielleicht auch die ersten beiden Teile. Und wenn du wissen möchtest, wie viele Punkte Hanna und Tim im letzten Teil bekommen, dann abonniere unseren Kanal und verpasse keine weiteren Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.